Heutige Thema wird über Permanent Make-up und die ganzen Vor- und Nachteile. Ich bereite mir jedes Mal vor, wenn ich ein Livestreaming mache, wenn ich über ein Thema spreche, falls es nicht etwas spontan ist. Aber jetzt, wenn ich mich auf dieses Thema über Permanent Make-up einfach vorbereitet, dann habe ich überlegt, welche Nachteile hat das? Und das war für mich wirklich schwierig, weil ich diese Behandlung einfach liebe oder die Prozedur oder einfach die Leute dauerhaft hübsch zu machen. Aber ich anfange erst mal, wer ich bin. Wer ist hier neu und kennt mich nicht? Mein Name ist Petra Schreiber. Ich bin Beauty-Expert und Lash & Brow Artist, Master und Ausbilderin, und ich mache verschiedene Schulungen und habe ein Kosmetikstudio auf Sylt. Und für euch bringe ich jede Woche Themen raus vom Beauty Branche, von unserer Industrie, damit ihr auch weißt, was ist okay, was ist nicht okay, was ist für euch passend oder was müsst ihr einfach aufpassen. So, und zurück zum Thema. Was ist Permanent Make-up? Viele Leute da draußen sagen, Permanent Make-up ist Tätowierung, aber ja, es stimmt nicht so 100%. Es geht um unseren kosmetischen Bereich, dann Permanent Make-up ist eine Art von Pigmentierung. Wir bringen, ähnlich wie beim Tattoo, mit Nadel die Pigmente in der Haut. Und so bearbeiten wir verschiedene Bereiche. Meistens kennt ihr das beim Augenbrauen, Augen und den Lippen. Aber natürlich, wir machen auch medizinische Permanent Make-up, und das ist beim Narben, bei krebskranken Frauen und so weiter. Ja? Aber in dieses Thema will ich nicht gehen. Ich will nur sagen, Permanent Make-up ist eine Pigmentierung in die Haut, wo wir einfach die Augenbrauen in Form bringen, die ein bisschen Farbe geben, die fehlende Härchen nachmalen oder bei den Augen Augenlider machen, ob oben oder unten, ganz dezente Wimpenkratzverdichtung oder einfach etwas, was ist mehr mit Schattierung, je nachdem, wie wer das mag. Und bei Lippen machen wir Lippenkontur, Vollschattierung oder auch so 3D-Lippen, was es optisch größer aussieht. Aber das Wichtigste ist, dass wir wieder bringen den Lippen Farbe. Weil nach der Zeit ist einfach die Farbe blasser bei einigen von uns. Die Kontur ist dann weg, man hat Gefühl, man hat fast keine Lippen, aber es ist nicht so. Und durch Permanent Make-up können wir diese Sachen verbessern. Jetzt ist die Frage, welches am besten? Ihr seht das bestimmt oft online. Wir haben Permanent Make-up, wir haben Microblading, das ist sehr oft gesprochene Sache. Wir haben Powder Brows, wir haben Jelly Lips, wir haben das, das, das. Es sind so viele Namen unterwegs, aber es handelt sich immer um Permanent Make-up. Und deswegen, wenn du findest, die Artistin, welche das macht, geh erstmal zur Beratung. Es muss passen. Sie wird dir dann schon erklären, was ist der Unterschied zwischen dem und dem, was passt für dich am besten. Und das ist wirklich das Wichtigste, wenn du irgendwo kommst, dass du dieses Vertrauen zu dem Artist hast und was die dir empfiehlt, passt mit den Vorstellungen, was du gerne haben möchtest. Deswegen, das werde ich dazu auf jeden Fall sagen. Und warum ist Permanent Make-up nicht Tattoo, sage ich euch in 3 Punkten. Erstens, wir arbeiten mit Nadeln nicht so tief wie beim Tattoo. Das heißt, wir arbeiten wirklich in der ersten Hautschicht, wo wir die Pigmente platzieren. Zweitens, wir haben ganz andere Farben. Unsere Farbpigmente sind wirklich vom EU kontrolliert und sehr kontrolliert in Deutschland. Und unsere Farben haben keine Metallstoffe. Ihr könntet euch das nicht vorstellen, aber Tattoo hört deswegen, weil in diese Farben sind so Metallen, das sind so klitzekleine Nanopartikel, welche ihr gar nicht seht, ja, in der flüssigen Farbe seht ihr das nicht. Und die gehen unter die Haut und haken sie auf die Haut. Und deswegen Tattoo hält so lange. Und diejenigen, welche haben Probleme mit Lymphsystem, sollen vorsichtig sein. Warum? Findet ihr auf Google oder könntet ihr mich gerne in den Kommentaren fragen, dann kann ich auch in dieses Thema rein. Und dritte, unsere Farben, erstmal dadurch, dass die ganz andere Struktur oder ganz andere Ingredienzen zusammen haben und dass wir die nicht so tief platzieren, hält das nicht Ewigkeit. Es war vor 20 Jahren oder 25 Jahren, wo hat man Permanent Make-up gemacht und bis heute hält das, aber heute es ist schon wirklich ganz anders. Wir arbeiten mit ganz anderen modernen Sachen. Wir haben spezielle Geräte dafür und so weiter. Deswegen, das ist der Unterschied. Es geht nicht so tief und die Farben haben ganz andere Qualität. So, und jetzt kommen wir zum Thema,
heutiges Tages, und das sind die Vor- und Nachteile. Ich anfange mit den Vorteilen, weil, wie ich schon gesagt habe, es ist eine Behandlung, welche ich liebe, und vielleicht seht ihr das, ich habe auch alles, weil es ist sehr praktisch. Erstmal sage ich, mit Permanent Make-up, wir machen kein Tages-Make-up. Ja? Permanent Make-up ist hier dafür, dass wir euch unterstützen, dass die Schönheit mehr Ausdruck geben, dass die Augenbrauen immer perfekt geformt sind, weil wir kennen das von euch, dass da fährt Härchen, eine Seite ist höher wie die andere, ja, es ist einfach so, das ist unsere Permanent Make-up, das ist unser Körper, ja, es ist nicht immer perfekt. Und deswegen, wir ausgleichen die Asymmetrie, wir füllen die Farbe, wir können das schattieren, dass es so wie gepudert aussieht, ja. Bei den Augen, und ihr seht, ich bin blondhaarig, deswegen bei mir auch der Gesichtsausdruck ist nicht so doll wie eine schwarzhaarige oder dunkelhaarige Frau. Und deswegen, man kann ganz dezent nur die Wimpernkratzverdichtung machen, dass die Wimpern einfach dichter aussehen, ja. Oder wenn man sich wünscht, kann man intensivere Eyeliner machen, damit die Augen wirklich im Ausdruck kommen. Und bei Lippen, wie ich schon gesagt habe, das Wichtigste ist, dass wieder schöne Farbe, Lippenfarbe drin ist, dass die Kontur wieder da ist und dass die Lippen optisch einfach wieder schön aussehen. Das ist das Wichtigste und das, warum ich permanent Make-up anbiete und mache. Und das ist der erste, ja, dass man einfach gut aussieht, ohne Make-up, nach dem Aufstehen. Und das ist eigentlich der zweite Vorteil, nach dem Aufstehen, beim Sport, beim Hund spazieren, bei diesem Wetter, was wir jetzt haben, im Sauna, beim Schwimmen, egal was passiert, es verschmiert sich nicht, es geht plötzlich nicht weg, es ist da, ja, in jeder Situation, ob ihr weint oder nicht, ob das Regnen hier mit dem Wind im Gesicht kommt, es wird einfach halten. Dritte Sache ist, und das ist ein sehr großer Vorteil für diejenigen Frauen, welche sich nicht gerne schminken oder welche sind gerne natürlich, ja, dann macht man permanent Make-up in ganz, ganz sanfte, natürliche Art, dass man das fast nicht sieht und trotzdem unterstützt man das, was man in dem Gesicht unterstützen möchte. Dann, es ist Vor- und Nachteil, weiß ich nicht, eigentlich Vorteil, dass der permanent Make-up hält nicht wie am Stempel. Ja? Es ist nicht so, dass man das macht und jetzt hält das bis zur Ewigkeit. Nein, das stimmt nicht. Dadurch, dass wir mit diesen Pigmenten, wie ich habe von Anfang an schon gesagt habe, arbeiten, dann die Pigmente werden immer blasser. Ja? Das ist nicht so vom einen Tag zum anderen, aber es wird nach der Zeit immer blasser und blasser und dann kommt man zur Auffrischung. Ja? Und als Vorteil meine ich dabei, dass wenn man zum Beispiel zum Auffrischen kommt, man kann sagen, okay, ich will das jetzt ein bisschen breiter, ich will das ein bisschen intensiver, ich will ein bisschen etwas ändern, dass es wirklich, man ist in einige Zeit, weil es ist nicht kurze Zeit, ja, es hält bestimmt 1, 2, 3 Jahre so, ja, deswegen, aber trotzdem in kurzer Zeit, man kann sich in den Trends anpassen, ja, weil wir haben immer wieder etwas Neues in Beauty, manchmal es ist dünne Augenbrauen, dann kommt plötzlich buschige Augenbrauen und manchmal es ist ganz Nude Make-up, dann kommt plötzlich Intensiv Make-up und man kann das so anpassen, wie man gerade Bedürfnis hat. Und vierter Vorteil, es ist das, oder fünfte schon, weiß ich jetzt nicht, ist, dass wir einfach arbeiten mit organischen und anorganischen Pigmenten und die sind wirklich sehr natürlich. Bei Permanent Make-up, es ist wirklich vielleicht 0,01% Menschen, welche diese Pigmente nicht vertragen. Das ist eine Sache, das ist wirklich fast ohne Allergie. Zweite Sache ist, es belastet gar nicht unser Lymphsystem, das ist sehr wichtig zu wissen. Und drittes, die Farben sind schon so natürlich oder so organisch und anorganisch, dass sie sich an die Haut anpassen. Und egal was ihr macht, ob ihr im Winter im Schnee geht oder im Sommer im Urlaub macht, die Pigmente passen sich dem Haut, wie die Haut arbeitet. Und das ist super Vorteil. Aber damit ich nicht nur so großartig spreche über diese Permanent Make-up, dann kommen wir auch zum Nachteilen. Und mir ist wirklich aufgefallen, Nachteile nur bei Permanent Make-up, welche war schlecht gemacht. Wirklich, wenn das jemand, sage ich so wie es ist, versaut,
dann sind das echt größere Nachteile. Zum Beispiel, man hat ungleichmäßige, unsymmetrische Augenbrauen. Man hat Augenbrauen, so wie bei Krise, wie ich habe schon gesagt, diese Stempel, ja, das ist hart, ausdrucksvoll aussieht. Man arbeitet tiefer und vernarbt die Haut. Das passiert auch sehr oft. Flecken, schlechte Pigmentierung. Das heißt, damit meine ich, wenn zum Beispiel jemand zu tief arbeitet oder falsche Pigmente für sie aussucht, für ihre Haut, weil immer vorher ist Beratung, immer vorher zeige ich, was ich mache, mit welcher Farben ich arbeite. Und wenn man das nicht macht oder wirklich noch nicht so kennt, dann könnte sein, dass die Augenbrauen plötzlich rot sind oder orangelich, dass es pigmentiert in Grau, in Blau, in Grün. Und das sind wirklich nicht gute Nachteile. Ich sage, wenn es passiert und alles anders sieht gut aus, kann man das korrigieren. Und das ist kein Problem. Aber wenn es zum Beispiel zu tief gearbeitet ist und die Haut ist schon vernarbt oder wenn hat man ganz asymmetrische Form gemacht hat und die Korrektur ist dann wirklich anstrengend. Deswegen, das ist die Nachteil. Und hier eigentlich der Nachteil, dass bei guter Arbeit ist, dass die wird schwacher, ja, dass die wird immer ausgehellt oder einfach wird sie immer nach der Zeit heller und es hält nicht 20 Jahre wie früher. Ja, das ist ein bisschen Nachteil, weil ich finde das super. Ich bin zum Beispiel sehr zufrieden damit, wie das aussieht bei mir und ich werde mich freuen, wenn das für immer so hält. Aber ich persönlich muss auch jede 2, 3 Jahre zum Auffrischen der Farbe, damit die Pigmente immer frisch sind und gut aussehen. Und das Allerwichtigste, was ich euch sagen möchte, ist, ihr seht gute Arbeit nicht auf der Straße. Viele von euch haben Angst, sich pigmentieren zu lassen. Viele von euch sind ein bisschen scary von das, was die da draußen auf der Straße sehen. Und ich kann euch schwören, Leute, ihr seht nur schlecht gemachte Arbeit. Das, was ist gut gemacht, sieht natürlich aus. Oft so, dass man das gar nicht sieht, dass es gemacht ist. Und zum Beispiel, es ist auch bei mir, so viele von euch wissen gar nicht, dass ich das habe. Und ich sage, ich bin komplett gemacht. Und wirklich viele Leute mich so zugucken, wirklich, hast du das? Und ja, man kann das sehr natürlich, sehr dezent machen, dünn, fein, so wie man sich wünscht. Deswegen, gute Arbeit ist zum Nicht-Erkennen, schlechte Arbeit seht ihr auf 100 Kilometer. Leider. Damit wünsche ich euch einen schönen Abend noch. Falls ihr noch mehr Videos sehen möchtet, guckt ihr meinen YouTube, auf jeden Fall PS Beauty Petra Schreiber. Und wünsche ich euch sonst eine schöne Woche. Tschüssi!